是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多，红红的小脸温暖我的心窝。让你要钱的来。Kann ich sehen, ein Mädchen. Ja, lass uns noch mal rübergehen hier. Interessant. Krabben. Ja. Raupen. Krebse. Ja, schau mal. Schöne Tomaten hier. Ja. Schöne Tomaten. Ah, hallo. Was ist denn da drin in dem Brot? Ich glaube Fleisch. Echt? Frag mal. Frag mal. Das ist was für ein Brot? Das ist Jojan, das ist Tarn. Ah, salzig und süß. Ich möchte ein salziges. Ja, ich will ein Sierne. Ein. 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 Was ist das? Hier ist was für ein Brot? Das ist Xihulu. Xihulu. Oh, das möchte ich auch probieren. Ja, ich möchte das. Das ist du? Ja, noch ein. Ich will das. Wie viel? Ja. Genügend Geld? Ja. Ja, cool. Das hier? Zögerner. Ja, warum nicht? Oh, das ist noch warm. Das ist noch ganz warm. Lecker. Ah, ich sehe es hier. Seid ihr? So wird hier das Fleisch verkauft auf dem Markt, ohne Kühlung. Ah, warme Herzen. Oh, lecker. Die Erdnüsse mag ich so. Nasse Erdnüsse. Ah, schau mal, Fisch hier. Liegt hier einfach so rum. Oktopus. Fleisch. Oh, hier riecht's gut. Hier riecht's richtig, richtig gut. Wie in Südeuropa irgendwo auf dem Markt. Mm. Oh, was ist das denn hier? Was ist das? Das ist hier Sude. Knusprig, ja. Ah, und schau mal, hier geräucherte Wurst. Wow. Hier kann man frische Fische kaufen. Frische Fische, frisch vom Markt. Super. Das ist richtig urig hier. Jetzt sind wir wirklich mitten im traditionellen China angelangt. Ah ja, hier kann man handgemachte Nudeln kaufen. Alles Handwerk. Mmh. Super. Und hier kann man sich dann einfach hinsetzen und sein Gläschen trinken, das gegrilltes Essen und hier alles handgemacht. Super. Mantau, Brote, frisch frittiertes Zeug hier, Fisch nach Tintenfisch. Oh ja. Da ist eingelegtes Salz. Ah, hier ein kleiner Massagesalon. Ich werde hier angestarrt wie ein Auto. Wahrscheinlich ist hier noch nie ein Ausländer durchgelaufen. Durch dieses kleine schnuckelige Viertel hier in Harbin. Also wir sind hier auf dem Markt in Dauai. Im Dauai District in Harbin. Das ist alles schon sehr interessant. Nur schon etwas ausgefallen. Habe ich jetzt selbst in Harbin auch noch nicht gesehen, so einen Markt. Sehr interessant. Ja.